Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Wir sind wieder bei uns im Baumhaus, da wo wir hingehören. Und wir könnten jetzt mal im Crafting Window schauen. Ja, nee, warte mal. Wir müssen nach hier unten, wo wir den ganzen Krams noch haben. Und dann müssen wir uns nämlich erstmal Metroid-Barren herstellen. Wir haben 326 Stück bekommen. Haha. Kranke Scheiße. So, das ist der erste 99er-Stack. Sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und dann lasst uns einen Blick auf die ganzen Items werfen. Also, zum einen haben wir hier, genau, Increases Magic Damage, Magic Damage, Magic Damage. Das ist doch schon mal sehr schön. Und dann wollen wir mal schauen. 15, 25, 20. Das würde also insgesamt schon mal hier 30, 40, 60 Stacks kosten. Aber das ist aber nicht so schlimm. Deswegen holen wir uns die Rüstung, ja. Die holen wir uns, zack, einmal das Meteor-Gedöns, dann dieses hier und dann dieses hier. Wir haben momentan 9 Verteidigungen und wenn wir diesen Spaß hier anziehen, dann gehen wir mal eben hoch auf 19 und wir haben insgesamt nochmal 7, 7 und 7%, also 21% Increased Magic Damage. Das heißt, wir hatten, was hatten wir vorher? 20 Schaden, also machen wir jetzt 25 Schaden. Sehr schön, so muss es sein. Die Kupfersachen können wir verkaufen. Ach ja, mein lieber Guide wohnt ja noch immer hier unten und... Habe ich hier? Doch, ich habe Fackeln. Ich wollte schon sagen. Guide, ich brauche mal eben deinen Rat. Wieso kann ich mir diese Space Gun nicht herstellen? Was brauche ich da denn noch für Space Gun 2? Ach, siehst du wohl, jetzt brauchen wir doch noch 2 Sterne. Und die kostet 30, aber 22 Magic Damage, very fast. Und die kostet uns halt kein Mana. Das ist halt die Sache, die diese Space Gun eigentlich ziemlich interessant macht für uns. Also müssen wir doch nochmal auf eine Nacht warten, damit wir die dann endlich bekommen. Ach Mensch, geh doch da hoch. So, geht doch. Die Metroid-Dinger, ja, erstmal verkaufe ich diesen Kupfer-Scheiß. Das brauchen wir ja nicht mehr. Und so eine Heldendingens brauchen wir ja auch nicht mit dem Magier. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Wir müssen ja nicht alles doppelt und dreifach machen, ne? So, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. Den Scheckel kannst du haben. Hast du gut erraten, mein Lieber. Hast du gut erraten. So, wir bräuchten trotzdem langsam, aber sicher mal ein kleines Lager. Und ich würde sagen, eine Etage kann hier auch noch später rauf. Also hier oben dickes Baumhaus mit 9 Wohnungen. Und dann hier so auf den Ästen noch so ein paar Wohnungen. Das habt ihr auch schon vorgeschlagen. Ziemlich coole Idee auf jeden Fall. Und, ey, stirb. Und ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das Auge könnte man nicht machen, weil es Tag ist. Aber wir könnten versuchen, das andere Viech... Nee, können wir nicht, weil ich habe ein bisschen Panik, dass ich nicht genügend Mana habe. Ja, genau, das war die Geschichte. Das bedeutet, was machen wir denn jetzt? In den Untergrund gehen? Der Tag ist ja auch schon wieder fast um. Ja, obwohl im Untergrund könnten wir Items finden... Wir könnten uns auch Richtung Dschungel begeben, weil Richtung Dschungel gibt es auf jeden Fall die nächste Waffe, die wir irgendwann mal brauchen. Die nächste Rüstung, die wir irgendwann mal brauchen. Hier wird es in die... Ne, warte mal. Ging es hier überhaupt in den Dschungel? Ja, ne? Ja, genau hier. Dem Dschungel mal einen Besuch abstatten. Warum eigentlich nicht, oder? Können wir mal ein bisschen reingehen und vielleicht können wir ja sogar die ein oder andere Truhe da noch bergen. Wer weiß das schon. Habe ich eigentlich noch einen Herzcontainer? Nee. 160 Lebenspunkte haben wir, das ist nicht so viel, aber ich will halt noch nicht unbedingt das Auge jetzt heraufbeschwören. Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt, wie es momentan ist. Das Auge ist dann mit der Laser-Rifle, denke ich mal, kein Problem mehr. Dann kann man das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Dann haben wir ja sozusagen unendlich Mana, zumindest für die eine Waffe. Und der Waterbolt, der kann dann so als Unterstützungszauber angesehen werden. Klingt auf jeden Fall alles nach dem Plan für mich, ja? Muss ich ja mal so sagen. Was habe ich eigentlich inzwischen für eine Spitzhacke? Silber. Ist natürlich auch jetzt wieder die Sache. Für die Crimson bräuchte ich auch noch eine andere Spitzhacke eigentlich. Oder wir machen es halt wieder weiterhin mit Bomben. Notfalls kaufen wir halt ein paar Bomben. Das ist auch kein Problem. So, da unten sind jetzt wieder ein paar Gegner. Na kommt. Na komm, die Spinne denkt auch, sie ist cool, wenn sie hier so rumspringt. Aber hey, du hast die Rechnung ohne Grants gemacht.
her mit deinem Wirbel und her mit deinen Credits, hätte ich jetzt fast gesagt, mit deinem Geld, so. Geld muss es natürlich heißen. Okay, so hoch mit uns, da oben kommt so ein Chimera heißen die ja, oder Chimera, wie auch immer man die genau aussprechen möchte. So, und, ja komm, wenn du da bist, dann gehe ich halt hier lang. Mit dir habe ich noch keinen Enterhaken, ne? Nee, kein Enterhaken am Start, schade. Enterhaken sind immer eine gute Investition in die Sicherheit eines Charakters. Die verlängern einem das Leben doch ab und an mal ganz schön. Ja, 2 Mana-Sterne, man kann auch übertreiben, ey. Sonst droppen die nie was und dann, ja, Kio, wie wär's mit 2 Mana-Sternen? Oh, Grants, komm, nimm. Na gut, die Wirbel nehme ich aber echt gerne. Da kann ich nämlich dann später schön das Brain of Cthulhu mit beschwören. Und dann, wow, hoffentlich mal richtig schön Party machen hier mit dem Drecksviech. Haha, gedisst. Wir haben das Brain of Cthulhu gedisst. Einfach so. Tja, und jetzt wird es gleich einfach so spawnen hier in unserer Welt und wir gucken blöde aus der Wäsche. So, da ist ein Antlion. Was geht denn hier jetzt bitte ab? Zack, okay. Ein Antlion ist da oben aber noch, aber der dürfte kein Problem sein. Da hinten ist noch ein Geier. Was geht aber los jetzt hier, ey? Okay, der hat einen Mana-Stern gedroppt, sehr schön. Das heißt, der Antlion ist tot und wow, jetzt kann ich hier richtig schön sprayen. Denn, wie ihr seht, liegen da noch ein paar Mana-Sterne rum. Weiß zwar nicht, was das jetzt gebracht haben. Ach, die fliegende Insel, da sagt ihr ja was. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Die fliegende Insel müssen wir natürlich auch nochmal genau lokalisieren. Haben wir beim letzten Mal auch nicht gemacht. Oh, ist die extra schnell oder was? Ja, agil. 11% mehr Speed. Nice one! Haben wir wieder eine schöne Sache bekommen. So, oh, ihr da unten. Das ist natürlich jetzt eine Todesfalle mit dem Waterbolt. Zack. Oh, der hat direkt den Banner gedroppt. So nach dem Motto, oh, lass mich in Ruhe, nimm den Banner. Nein, ich nehme dir nicht nur den Banner, ich nehme dir auch dein Leben. Du Scheißviech. So. Na, shit. Aber der droppt auch wieder einen Stern. Und jetzt geht's aber in den Dschungel. Ich find's so lustig, wie die Welten hier sich so vermischen, ne? So ein bisschen Dschungel, so ein bisschen Wüste. Guck mal, da oben ist wieder ein Geier. Also die Welt wusste hier nicht so ganz, soll ich jetzt hier ein Wüstenbiom oder ein Dschungelbiom hinpflanzen? Und dann hat sich sie entschieden, okay, komm, ich werde jetzt ein Dschungel. Warum eigentlich nicht? So, mal schauen, wo der Untergrunddschungel ist. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, denn hier sind im Untergrunddschungel noch Kreaturen, die, glaube ich, ein bisschen zu stark, wow, zu stark sein könnten für uns. Aber no risk, no fun und no lead, no game oder so. Ne, keine Ahnung. Wir nehmen das einfach mal mit, das ganze Zeug hier. So. Da vorne haben wir direkt die erste Dingens mit dem Shine Potion. Ja, komm. Kupfer lassen wir liegen. Habe ich euch ja versprochen, dass ich Kupfer nicht mehr mitnehme. So, deswegen bleibt das Kupfer jetzt auch dort, wo es hingehört. Nämlich dort im Dschungel einfach so. Einsam. Und alleine. Ihr seid schuld, Leute, dass das Kupfer jetzt so alleine leben muss. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? War das hier keine richtige... Ah, ist mir zu blöde. Es gibt immer einen Gang in den Untergrunddschungel. Und das hier war er dann anscheinend nicht. Dann gehen wir halt nochmal nach oben. Es sei denn natürlich... Ah, Mann. Es sei denn natürlich, hier geht's noch weiter. Aber ich glaube... Wow, okay. Es geht auf jeden Fall hier ziemlich tief noch rein. Nee, aber da geht's nicht weiter. Scheiß auf den Piranha. Der kann uns mal gestohlen bleiben und ich höre hier auch schon wieder einen Wurm. Der kann mir allerdings eigentlich auch gestohlen bleiben. Aber der Waterbolt, der macht da kurz einen Prozess mit dem Drecksviech. Sehr gut, so muss es sein. Wow, warum ist das jetzt gerade so ein bisschen laggy hier? PC, mach keine Faxen hier. Wir sind hier nur im Dschungel, ja? Muss hier nichts großartig berechnen oder so. Also ich weiß nicht, was du jetzt hier hast. So haben wir nicht gewettet. Mit dem Waterbolt mal eben den Typen abfangen. Hat schon mal nicht geklappt. Na, super. Und hier rüber springen. Das hat aber dafür geklappt. Na, immerhin etwas, das klappt. Ah, so, der Slime wird ausrasten, wenn er jetzt wieder aufs Wasser kommt. Das ist unglaublich, wie schnell die dann immer abgehen. Aber wir haben ihn rechtzeitig besiegt bekommen. Da kommt wieder so ein lila Slime. Ey! So nicht, Freundchen. Haha, fang mich doch, wenn du kannst. Ich bin schneller als du. Mach's gut. So, und ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich einen Runtergang in den Untergrunddschungel bekommen. Alles andere wird mich nämlich schon wieder ärgern.
Und ich mag es nicht, wenn man mich ärgert. So, hier, lass mich raten. Geht's auch nicht weiter. Nee. Nee, 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 das versuche ich jetzt gar nicht. Wir gehen einfach direkt hier wieder raus. Also, entweder ist es ein mega großer Dschungel. Oder wir haben einfach nur... Ah, guck mal, hier ist ein Snapper. Nee, ein Snatcher. Sorry. Sorry for my bad language. So, ein paar Ropes. Und hier direkt die erste Truhe. Die eigentlich auch nur Schnickschnack hat. Aber hier unten sehe ich direkt die nächste Truhe. Da grabe ich mich mal eben schnell runter. Mache euch hier ein bisschen Licht. Und es ist der Regenschirm. Wow, geil, der Regenschirm. Ja. So. Aber vielleicht finden wir noch die ein oder andere goldene Truhe. Das würde mich natürlich herzallerliebst freuen. So, Cobwebs haben wir hier noch. Brauchen wir eigentlich auch nicht so dringend. Ist das... Das ist doch Platinum, oder? Ach nee, warte mal. Silber, stimmt. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Gut, wow, jetzt geht's aber hier gerade ziemlich steil bergab. Nicht von der Qualität der Folge her, aber von der Steigung im Dschungel. Das ist ja unglaublich. So, gib mal das ganze Silber her hier. Zack, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eieiei, da unten. Wer weiß, was da unten ist, ne? So, wenn ich den Umbrella halte, oh, das wird natürlich schon mal ein bisschen was bringen. Aber wenn die scheiß Fledermaus kommt, dann habe ich da schon mal gar keinen Bock drauf. Na, okay, da unten, da ist auf jeden Fall der Boden gar nicht mal so weit entfernt. Dann gehen wir halt einfach mal hier rum. Genau, siehst du, dann passt das nämlich auch. Dann kann die Fledermaus da oben auch von mir aus rumfliegen, wie sie lustig ist. Das stört mich dann gar nicht. So, hier rüber. Einfach mal schauen, was hier so abgeht. Ah, hier ist zum Beispiel ein roter Slime, der uns einfach mal so hinterher rennt. Da unten ist er. Ha, erwischt. Gotcha. Ah, shit, ich wollte gerade so ein bisschen rumspammen, aber gut, der hat auch ein bisschen Mana gedroppt. Sehr gut. So, runter mit uns in die Gefilde des Untergrunddschungels. Ah, ich glaube, ich habe den ersten... Nee, das ist der Slime. Ah, doch, doch. Okay, ich habe die erste Hornet gehört. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass ich hier noch eine Nisse gehört habe, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher. Ey, Alter, das gibt's doch nicht. Sterben ist angesagt. Oh, da unten ist der... Ah, da unten ist ein Dschungeltempel. Ich mache euch mal hier ein bisschen Licht. Ihr wollt ja den Dschungeltempel auch sehen, da unten ist er. Augen auf im Straßenverkehr. Und da sind sogar direkt zwei Truhen, okay? Da vorne ist nämlich auch noch eine goldene Truhe, wenn ich das richtig sehe. Also ein paar schicke Items hoffentlich für uns. So, und wir haben hier gut Schaden gemacht. Was haben wir hier? Ancient Cobalt Leggings. Eine Cobalt Leggings? Scheiß auf den Banner. Was habe ich hier gerade getötet? Increases Maximum Mana by 20. Wow. Und das auch. Warum zum Teufel ist das hier gedroppt? Warte mal, die Granaten brauche ich nicht. Was ist denn hier los? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, warum so ein Dingens hier gedroppt ist gerade. Oder wer das hat fallen lassen, habe ich leider nicht mitbekommen. So, hier haben wir die Jagged Feral Claws. Warte mal, wir machen erstmal Loot All. Liedbarren. Liedbarren. Blinkroot brauchen wir, glaube ich, nicht so dringend. Daybloom's auch nicht eigentlich. Aber Matt brauchen wir noch weniger. So, okay, da haben wir schon mal was mitgenommen. Was sind das eigentlich hier für Blöcke? Ach, Rich Mahagoni einfach, okay. Hätte ich jetzt gar nicht erkannt. So. Alles klar, die goldene Truhe lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Erstmal machen wir Loot All und wir haben hier den Extractinator. Damit können wir Silt und Slush extrahieren und da gegebenenfalls ein paar geile Ressourcen draus herstellen. Was lassen wir denn jetzt dafür da? Ich würde fast sagen, die Wurfmesser. Die können wir eh, wenn nur, verkaufen. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in unserer Base wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer gerade diese geile Rüstung da gedroppt hat. Und dann würde ich fast schon sagen, suchen wir beim nächsten Mal nochmal nach ein paar Sternen. Und dann stellen wir uns die Laserkanone her. Aber ich muss jetzt auch schon fast überlegen. Ne, die Laserkanone hat momentan noch Vorrang, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Alles klar, Leute. Nächstes Mal sehen wir uns im Lager wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.